Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute einen XXL Haul von Bonprix für euch. Da sind unter anderem Sachen für Vince dabei, aber auch Umstandssachen von mir. Und wir starten erstmal mit den Sachen von Vince. Als erstes habe ich jetzt nochmal für die kalten Tage eine Jacke. Und zwar ist die dunkelblau, hat hier an den Ellenbogen noch so Abnäher. Und innen ist sie hellblau mit so einem Fließstoff. Ist wirklich sehr, sehr, sehr warm und sehr, sehr kuschelig. Hier kann man die aufmachen. Und innen sieht die dann auch nochmal so aus. Und da habe ich die Größe 104, 110. Auch schön mit noch ein paar Taschen, wo er so seine Handschuhe und so mit reinstecken kann. Oder mal ein Taschentuch, das finde ich immer sehr schön. Oder bei Vince gerade aktuell, weil er halt überall irgendwie ein Auto oder so mit hinnehmen muss. Und dann immer nicht weiß, wohin damit, dann kommen die in seine Jackentasche. Dann als nächstes noch eine Jacke, auch in blau mit hellblauen Absätzen. Auch so ein Kuschel-Teddy-Stoff. Und die Kapuze hat nochmal zwei so Öhrchen. Das finde ich super, super süß mit Reißverschluss. Das ist auch Größe 104, 110. Und die ist dann schön fürs Frühjahr, gerade morgens, wenn man noch ein bisschen eine dickere, kuscheligere Jacke braucht oder dann halt auch für den Abend, finde ich die richtig, richtig klasse. Als nächstes habe ich drei Pullover. Übrigens, alles ist eigentlich fast Größe 104, 110, weil das ist halt das, was er aktuell jetzt trägt. Und zwar haben wir hier zum einen diesen blauen Kapuzenpullover mit einer 86 drauf, hier mit der Kapuze noch. Dann einen gestreiften Pullover, der mir sehr, 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 sehr gut gefällt. Es hat irgendwie sowas, es hat trotzdem was Kindliches, Fröhliches durch die bunten Farben. Aber ich mag ja diese riesengroßen Prints nicht, wo irgendwie ein Bagger oder so vorne drauf gedruckt ist. Deswegen finde ich sowas immer viel, 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 viel schicker und es ist auch schön dünn. Das mag ich halt auch gerne für den Kindergarten. Übrigens auch der Kapuzenpullover ist sehr, sehr, sehr schön dünn, weil im Kindergarten brauche er einfach nicht so dicke Sachen, weil die bewegen sich die ganze Zeit. Durch die vielen Kinder im Raum ist es auch eigentlich nicht kalt. Deswegen finde ich so dünnere Pullover für den Kindergarten wirklich besser. Aber einen dicken Pullover habe ich noch dabei. Ich liebe das. Auch das ist halt sowas, das hat sowas Schickes hier mit der Knopfleiste. So sieht er aus. Und der ist ein bisschen dicker, aber auch nicht so warm. Das kann ich mir dann auch im Frühjahr zum Beispiel gut dann wieder vorstellen. Frühmorgens den einfach drüber gezogen und dann im Laufe des Tages kann er den ausziehen und hat halt ein T-Shirt drunter. Jetzt folgen drei Hosen in der Größe 110. Die würde ich sogar selber auch anziehen. Manu hatte mal so eine ähnliche. Und zwar ist das ein Grau in diesem Used Washed Look. Fragt mich nicht. Auch schön, was bei Vince-Hosen immer ganz, 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 ganz wichtig ist, ist, dass man am Bund die Weite einstellen kann. Weil bei Hosen, wo man es nicht kann, die rutschen ihm wirklich vom Popo, weil er halt einfach so schmal um die Hüften ist. Und deswegen sind diese Gummisachen immer ganz, 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 ganz toll, weil dann kann ich die auf das Kleinste einstellen, was geht. Und dann passen die Vince wenigstens. Er hat zwar auch Hosenträger, aber das ist auch beim Spielen und so, das macht sich einfach nicht so gut. Deswegen liebe ich das, wenn man das so schön individuell einstellen kann. Genau, das ist die eine Hose in so einem schönen Grau. Dann auch nochmal 110 in so einem Khaki, weil das einfach zu vielen verschiedenen Oberteilfarben passt. Also Vince hat viele bunte Oberteile und das passt dann manchmal nicht zu den Hosen, die ich habe. Und so eine Khaki-farbene, da passt vieles dazu. Und die hat auch so einen Gummiband, nichts irgendwie mit Knöpfen oder Reißverschluss. Das ist auch immer ganz praktisch, weil er ja jetzt so weit ist, dass er sich die Hose alleine hoch und runter zieht beim Pullern gehen. Und dann ist das natürlich für ihn unpraktisch, wenn er da Knöpfe oder Reißverschluss hat, weil das kann er noch nicht. Aber das ist hiermit kein Problem. Hinten auf dem Poppes hat die übrigens noch was aufgedruckt. Und dann haben wir noch, das hatte er, seit er ein Baby ist, hatte er keine Latzhose mehr. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Latzhose mal wieder. In so einem hellen Jeansblau und die hat auch hier hinten auf der Po-Tasche noch was aufgedruckt. So sieht das Ganze auch an den Knien übrigens aus, da ist das noch so ein bisschen abgenäht. Und jetzt folgt noch etwas, das ist so mein absolutes Highlight dieser Bonprix-Lieferung. Sowas hatte Vince noch nie
Und er braucht es aber in diesem Jahr, weil wir sind in diesem Jahr auf genau 3 Hochzeiten eingeladen. Und meine Mama wird auch noch 50. Und da habe ich mir gedacht, braucht das Kind mal etwas Schickeres. Normalerweise bin ich nicht so der Typ für, weil mir sind dann die Sachen immer zu schade. Ich weiß, dass die dreckig werden, dass sie kaputt gehen könnten und dann ziehe ich sie ihm doch nicht an. Aber in diesem Jahr lohnt sich's wirklich halt auch das erste Mal so richtig, weil er halt wirklich mehrmals im Jahr die schicken Klamotten braucht. Und deswegen haben wir hier zum einen diesen Blazer in so einem ganz hellen Grau. Hier oben der Kragen. Das ist ein Sweatstoff, also das ist dann für ihn auch überhaupt gar nicht unangenehm. So sieht das Ganze von hinten aus. Wunderschön geschnitten. Richtig klasse. Und dazu dann auch die passende Hose dazu. Auch im selben Ton. Auch schön hier alles mit Gummibund. Auch hier kann man das wieder schön verstellen. Das ist ganz, ganz wichtig für ihn. Und dazu passend habe ich jetzt 4 verschiedene T-Shirts, die man jeweils drunter ziehen kann. Weil wenn er schon so einen Blazer anhat, muss nicht auch noch unbedingt ein Hemd sein. Und da habe ich jetzt zum einen habe ich so ein blaues mit einem V-Ausschnitt. Hier ist übrigens aber nochmal so ein Stück eingesetzt. Dann das hier finde ich auch sehr, sehr toll zu der Farbe von dem Blazer und der Hose dazu. Oder wenn man es ganz, ganz schlicht will und ich vielleicht noch eine tolle Fliege oder Krawatte für ihn finde, einfach nur ein weißes T-Shirt oder aber auch so ein hellgraues T-Shirt. Genau, das waren die Sachen für Vince. Und jetzt räume ich das alles einmal um und zeige euch jetzt meine Umstandssachen. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen in Kategorien eingeteilt, weil es doch ein bisschen was mehr ist. Und wir starten mal mit den Hosen. Und zwar habe ich bei allen Hosen eine relativ, also für meine Verhältnisse, sehr, sehr große Größe genommen. Und zwar ist das die Größe 42. Normalerweise, wenn ich nicht schwanger bin, trage ich in Hosen eine 38, manchmal auch eine 40. Es kommt ja immer darauf an, wie Hosen so ausfallen, aber eigentlich meistens eine 38. Und die Umstandshosen, die ich jetzt da habe, das ist zum einen habe ich eine 38 und eine 40. Und ich hatte euch ja letztens schon in einem Schwangerschaftsupdate gezeigt, dass die einfach jetzt mördermäßig am Bauch einschneiden und durch die Wassereinlagerung und die schlimme Zellulite, die ich jetzt bekommen habe, kneift das auch einfach an den Oberschenkeln und sieht nicht mehr schön aus. Und im Grunde sieht niemand, welche Größe meine Hose hat. Dass da halt eine 42 drin steht, das sieht niemand. Hauptsache, sieht ordentlich aus. Deswegen sind die ganzen Hosen jetzt nochmal in der 42, damit die jetzt ordentlich passen, nicht einschneiden, bequem sind. Das ist mir gerade einfach ganz, 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 ganz wichtig, dass die Sachen jetzt bequem sind. Und dann haben wir zum einen eine Hose in so einem schönen Türkiston. Hier hat man das Bauchteil, was auch wirklich sehr, sehr, sehr flexibel ist. Und ich muss noch rausfinden, übrigens, wozu das hier ist. Hier hat man nochmal so einen Reißverschlussadapter. Und da muss ich noch rausfinden, wo ich das noch zusätzlich einsetzen kann an der Hose. Also hier hat man halt auch nochmal diesen Reißverschlussadapter. Wahrscheinlich, dass man sich das einfach noch höher setzen kann. Und das Geile, das habe ich noch nie vorgesehen, ist, dass man an diesem Bauchteil auch wie bei den Kinderhosen sich das nach seiner Größe einstellen kann, was ich super, super genial finde. Wie gesagt, das habe ich noch nie irgendwo gesehen. Schon alleine, dass man das noch erweitern kann, dass man dieses Bauchteil höher machen kann, größer machen kann und dann auch noch, dass man es im Umfang einstellen kann. Finde ich super, super klasse. Und die Farbe ist halt echt schön, ne? Also ich gehe ja dann auch quasi im Frühling noch ein bisschen schwanger. Das ist eine wunderschöne Frühlingsfarbe. Und machen wir uns nichts vor, selbst wenn das Baby auf der Welt ist, werde ich noch ein paar Wochen Umstandshosen tragen. Und das ist eine ganz, ganz tolle Farbe für den Frühling. Dann habe ich eine Hose, die ist so ein Ticken dunkler. Ist auch schon ein bisschen was dünner, wenn es dann jetzt hoffentlich auch bald wieder ein bisschen wärmer wird. Ist halt jetzt eine Farbe, die man zu ganz, ganz vielen Sachen kombinieren kann. Das ist so ein ganz dunkles Grau. Auch hier kann man das alles wieder wunderbar einstellen. Das ist wirklich total klasse. Habe ich vorher wirklich noch nirgendwo gesehen. Und ist eher so eine Art Stoffhose als Jeansstoff. Ja, einfach so dicke Hosen braucht man jetzt nicht mehr. Hier hinten hat man übrigens auch so ein
ein bisschen Gummi, damit das halt alles einfach bequem ist. Dann habe ich eine Hose in so einem Khaki-Ton, wie wir sie gerade auch schon bei Vince gesehen haben. So sieht die aus. Die hat mal wirklich gar keinen Knopf, gar keinen Reißverschluss. Da kann gar nichts zwicken. Auch ein gerader Schnitt. Und auch hier kann man das wieder am Bauchteil wunderbar auf seine Umfänge einstellen. Dann eine Hose, was wahrscheinlich in der Schwangerschaftsmode ein Klassiker seit Jahrzehnten ist. Und ich hatte nie eine. Also in Vincents Schwangerschaft nicht und bisher halt auch nicht. Und zwar eine Latzhose. So sieht die ganz aus. Ich finde den Jeans-Ton mega, mega toll. Das ist so ein ganz dünner. Die kann man übrigens auch hochkrempeln. Also hier ist so ein Knopf, dann kann man das Unterteil hochkrempeln und eine Dreiviertelhose draus machen. Und ich denke, die kann man auch noch sehr gut tragen, wenn man nicht mehr schwanger ist. Die richtig geil aufgepeppt mit einem roten Holzfällerhemd, kann ich mir mega gut vorstellen. Oder drunter nur so ein Bandeau-Top, wenn die Figur dann wieder stimmt. Hier übrigens an diesem Latz, das ist Gummi, also das dehnt sich richtig, richtig toll. Und hier kommt das dann halt so rum, ne, wie man das so kennt, das zeigt sich halt gerade schlecht. Ihr werdet das bestimmt mal in einem Outfit-Bild auf Instagram sehen, wie, wenn ihr mir da folgt. Genau, so sieht die halt aus. Finde ich auch richtig, richtig toll. Und alles schön mit Gummi, alles schön bequem, da kann man den Bauch schön einpacken. Dann habe ich noch einen sandfarbenen Ton. So sieht die aus und hier ist das Bauchteil mal in einer anderen Farbe. Das ist dann in Grau gehalten. Auch hier wieder schön zum Verstellen. So sieht die aus. Und dann noch zwei in so einem ganz normalen Jeans-Ton. Der eine ist ein bisschen dunkler. Das ist dieser hier. Auch wieder ein schöner gerader Schnitt, aber halt nicht zu eng, nicht zu skinny, damit hier nichts kneift und ja, die Wassereinlagerungen, die werden nur noch mehr statt weniger und da brauche ich einfach auch in den Hosen jetzt noch ein bisschen Platz. Schließlich habe ich noch ungefähr 9 Wochen. Und dann halt einfach noch meine Jeans in einem helleren Jeans-Ton. Hier schön so ein bisschen abgewetzt, das mag ich ja ganz gerne. Genau, so sieht die aus. Auch wieder mit dem schönen großen Bauchteil. Und auch in einer 42. Genau, das waren die Jeanshosen. Und wir gehen jetzt mal zu den Oberteilen. Den Großteil der Oberteile kann ich sowohl jetzt noch anziehen, als dann auch die ersten Wochen nach der Schwangerschaft, wenn man, naja, noch nicht so eine schöne Figur hat und das alles so ein bisschen verstecken will, aber auch dann später. Und wir fangen mal mit einem meiner Lieblingsteile an. Und zwar ist das dieses Kleid hier, was ich übrigens auch sehr, sehr gut zum Stillen mache. Das ist auch zum Stillen geeignet, wenn ich stillen kann. Das ist so dunkelblau mit weißen Pünktchen. Wenn es dann auch mal ein bisschen schicker sein darf und ist auch ein bisschen dünner, dann für den Frühling sehr, sehr schön. Hier hat man halt diesen Ausschnitt, den man von Stillkleidung auch kennt. Hier unten hat man das nochmal so schön unter der Brust abgesetzt und ein sehr, sehr schöner, weicher, dünner, angenehmer Stoff in der Größe 40-42. Dann etwas in dunkelblau-weiß gestreift. Auch hier wieder vom Oberteilausschnitt günstig zum Stillen. Mit so Abnäher nochmal unter der Brust. Dann etwas sehr farbenfrohes, jetzt für den Frühling. Und zwar einen gestreiften, schönen dünnen Pullover. Ich mag es ja, wenn es farbenfroh ist. Dann diesen Pullover finde ich auch richtig, richtig geil. Diese Jacke finde ich auch richtig, richtig geil. Und zwar sieht die so aus. Also wir fangen mal oben am Kragen an, weil da finde ich schon mal diese Kordelbänder sehr, sehr schick. Ich mag auch die Farbe an sich. Ist wieder so ein dunkles Türkis. Hier ist nochmal so ein Aufnäher. Und die kann man jetzt, schwanger wie man ist, hier an der Seite aufmachen. Dann wird die ein bisschen, ach nein, das sind, genau hier. Hier oben seht ihr das. Da wird die nochmal ein bisschen breiter und wenn man dann nicht mehr schwanger ist, macht man den Reißverschluss einfach wieder zu und es wird ein bisschen enger. Das ist wie gesagt der Kragen hier oben und dann ist die so ein bisschen weiter und das ist halt das Schöne. Ich kann die jetzt anziehen, hochschwanger wie ich bin
Und danach aber auch noch, das ist halt das Gute, dass halt das an Schwangerschaftskleidung, dieses Unschöne, man trägt es halt die 10 Monate und dann wandert es wieder für Jahre in den Schrank. Mit der Jacke passiert es halt nicht. Und dann habe ich noch eine Jacke in so einem schönen altrosa Ton. So sieht die aus. Die wird dann super sein fürs Wochenbett, einfach was Kuscheliges. Die ist auch innen sehr, sehr schön weich. Da will man es einfach bequem haben, die ersten Wochen mit Baby. Da achtet man dann doch nicht so sehr drauf, dass man jetzt top gestylt ist. So sieht die aus. Genau. Als nächstes würde ich sagen, kommen wir zu den Sachen, die so in die bequeme, chillige Home-Richtung gehen. Fangen wir mal mit dem einzigen Oberteil in dieser Kategorie an. Und zwar ist das so ein blaues. So sieht das aus, so ein bisschen geschippert. Da ist auch wieder das Schöne, das kann ich jetzt schon schön anziehen, weil da der Bauch schön Platz hat. Ich kann es aber dann nachher auch anziehen und gerade so die ersten Wochen nach der Schwangerschaft wird das auch noch schön den restlichen Bauch kaschieren. Und das hat so vom Material, könnte man das mit Funktionskleidung, mit Sportkleidung vergleichen. Das heißt, das kann ich dann, wenn ich dann wieder Sport machen kann und ich habe ja vor, wieder zu shredden, also das 30-Tage-Shred-Programm zu machen, kann ich das Oberteil dann auch wunderbar dazu anziehen. Und dann habe ich noch 3 Hosen. Wir starten mal mit der Leggings. Und zwar habe ich ja schon schwarze Umstandsleggings. Und jetzt habe ich so einen dunklen Khaki-Ton nochmal genommen. So sieht die aus. Halt eine ganz normale Leggings mit dem Bauchteil, wie man das so kennt. Und dann noch 2 Jogginghosen. Die eine hier, also ist auch so ein Khaki-Ton. Und hier oben, das Bauchteil ist in so einem tollen Lila. Und oben dann nochmal abgesetzt mit Rosa. Und dann noch eine ganz schlicht in Schwarz. Schwarz ist ja auch immer schön fürs Krankenhaus, fürs Wochenbett. Genau, so eine ganz normale, dünne Jogginghose. Jetzt habe ich noch 4 Jacken, die ich euch zeigen möchte. Die sind sowohl jetzt zum Tragen, also für den dicken Bauch, dass der da noch reinpasst, als auch dann später als Tragejacken geeignet. Ich will ja bei diesem Kind unbedingt tragen. Bei Vince hatte ich ja keine Babytrage. Ich habe mich damals einfach mit dem Thema nicht so beschäftigt. Ich war schon überfordert genug mit all den anderen Sachen, über die man sich beim ersten Kind Gedanken machen muss. Und habe mich damals mit Babytragen überhaupt gar nicht beschäftigt. Und jetzt beim zweiten Kind möchte ich das gerne unbedingt mal ausprobieren, möchte diese Erfahrung machen. Und eine Freundin von mir, die trägt, und die hat halt das Problem mit Jacken. Sie hat dann halt immer ganz, ganz große Jacken von ihrem Mann angezogen, damit sie das halt die Trage hat und die Jacke da rumschließen kann. Und das sah natürlich nicht schön aus. Die Ärmel sind dann halt auch mega lang. Und deswegen die wunderschönen Tragejacken von Bonprix. Wir starten aber mit der Jacke, die ich jetzt bei den kühlen Temperaturen anziehen kann. Und zwar ist das ein Parka in so einem tollen Khaki-Ton. So sieht der aus. Das hier ist die Kapuze. Hier so mit Fellapplikation. Hier innen mit so einem schönen, kuscheligen, hellen Teddystoff. Die Kapuze hat nochmal so einen Reißverschluss, wie man das jetzt eigentlich so kennt. Haben wir jetzt viele Jacken. Und hier hat man halt wieder, dass man an der Seite sich das weiterstellen kann. Jetzt, wie man das halt in der Schwangerschaft braucht. Und dann kann ich das wieder zumachen und dann kann ich den auch im nächsten Winter noch anziehen, auch wenn ich dann nicht mehr schwanger bin. Das finde ich halt super, super klasse. Und hier habe ich auch Größe 42. Da passt dann auch später nochmal ein Pulli drunter. Hat auch schöne große Taschen. Also richtig, richtig genial. In demselben Ton haben wir jetzt eine dünnere Jacke, weil es ist so, Ende März kann noch Schnee liegen. Ende März können aber auch schon 15 Grad sein. Das ist dieses Jahr so. Und da muss man irgendwie so ein bisschen auf alles vorbereitet sein. Vielleicht gehe ich auch noch bis in den April rein. Weiß ja keiner. Und deswegen auch nochmal so eine Art Parka. Ohne Kapuze diesmal. Wieder in so einem Khaki-Ton. Das Innen ist dann in so einem Grauton. Und hier sieht man schon, das kann man dann auch als Tragejacke tragen. Das ist dann hier dieser Einsatz.
Das würde ich euch dann alles nochmal in einem Vlog oder in einem extra Video zeigen. Da wollte ich sowieso nochmal eine Videoreihe zum Tragen machen und wie das dann mit den Tragejacken funktioniert, wie das dann getragen aussieht. Aber wie gesagt, das kommt dann alles erst, wenn das Baby da ist. Aber auch eine tolle Farbe mit dem Grau dann. Das sieht richtig, richtig klasse aus. Das kann man zu vielem kombinieren. Dann noch eine Jacke, die ist jetzt dunkelblau. Das ist so eine Fleecejacke, die ist ein bisschen dünner. Also die ist dann super für die ersten Frühlingstage. Aber dann auch im Sommer, wenn es abends dann ein bisschen kühler wird. Oder frühmorgens, wenn ich Vincent in den Kindergarten schaffe. Die hat auch eine Kapuze. Das ist wie gesagt so ein Fleecestoff. In so einem Blau. Und auch hier hat man wieder die Möglichkeit, das aufzumachen und die Babytrage da quasi drunter zu tragen. Man kann es aber dann auch, selbst wenn man die Trage nicht dran hat, so tragen. Genau. So sieht das Ganze aus. Und dann noch eine vierte Jacke, die einen wunderschönen Rotton hat. Mega, mega geil. Die ist so, wenn richtig schlechtes Wetter im Frühling oder im Sommer ist. Die kommt auf jeden Fall auch mit in unseren Urlaub Ende April, weil die ist schön wind- und regenabweisend. So ein geiler Rotton ist das. Wir starten mal wieder oben. Da hat man die Kapuze mit diversen Knöpfen. Hier hat man dann wieder diesen Einsatz für die Babytrage, auch hier mit einer Art Kapuze, finde ich richtig, richtig genial. Und dann halt hier wieder dieser zweireihige Reißverschluss, um halt die Trage entsprechend unten schön befestigen zu können. Hier die Knopfleiste, die macht man dann einfach auf und dann hat man auch genug Platz, das alles zu rangieren, alles super einzupacken. Ist wunderschön, innen angenehm. Und das ist auch so, ich sag mal so Parka-Länge. So ein bisschen länger, aber nicht zu lang, weil ich bin ja recht klein, ich bin 1,65 Meter. So lange Mäntel, das steht mir einfach nicht, weil mich das natürlich noch kleiner und gedrungener macht. Aber ich finde die Farbe einfach so mega, mega Hammer. Also auch das werdet ihr dann mal getragen sehen. Das zeigt sich natürlich jetzt nicht so gut. Das seht ihr dann auf jeden Fall mal in Vlogs getragen. Auf Instagram werde ich diverse Tragebilder davon auch posten. Und genau, das war mein XXL Bonprix Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr findet die Seite von Bonprix unten in der Infobox verlinkt. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!